Servus! Servus, Naoto ist wieder da. Ja, endlich wieder da. Wie geht's dir? Ich hoffe, es geht alles gut dir. Ja, heute ist 20. am März, jetzt 19 Uhr. Und ich bin gerade gelaufen, ungefähr 4 oder 5 Kilometer, ja, Belgien oder für Halbmarathon in einem Monat. Ich muss vorbereiten, leider, nicht leider, aber ja, letzte Mal ja, habe ich sehr schlechtes, nicht schlechtes, Gedächtnis oder Erinnerung. Das ist sehr schwierig auszusprechen. Erinnerung. Ja. Das letzte Mal bin ich am Halbmarathon gelaufen, unter 2 Stunden. Ja, das war gut. Und Entschuldigung, heute ich benutze das für Mike, und ich hoffe, du kannst hören, gut hören. Ein bisschen näher ist vielleicht besser, aber jetzt spreche wie das, und ich kann meine Hände auch benutzen, um zu sprechen. Oder immer, ich habe meine Body Language, Bodysprache. Und ja, letztes Mal bin ich unter 2 Stunden Halbmarathon gelaufen. Aber danach hatte ich ein bisschen Schmerz mit meine Beine, linke Beine. Und zum Ende bin ich zum Arzt gegangen. Und ich habe 4 oder 5, 6 Mal eine Therapie besucht. Und ja, sie machen Massage, sie haben hier Massage gemacht. Und ja, das war okay, aber eigentlich, ja, es hat geschmerzt, und ich habe nicht Bilder haben werde. Ich werde nicht das Schmerz Bilder haben. Ja, heutes Thema ist nicht über Halbmarathon, sondern Motivation und Sport. Ja, heute möchte ich darüber sprechen. Ja, aus meiner Erfahrung. So nicht, ich weiß nicht eigentlich für Science oder wie Sport funktioniert für Motivation, aber für meine Erfahrung möchte ich sprechen. So. Ja, Sport ist eigentlich gut. Ja, glaube ich. Zum Beispiel, wenn ich kann sagen, dass Sport kann deine Motivation sehr hoch machen oder verbessern. Und zum Beispiel, ich habe auch die Zeit, wenn ich keine Motivation habe. Natürlich, ich habe auch. Und damals, normalerweise gehe ich draußen und laufe oder Fußball mache oder etwas Sport mache ich normalerweise, um meine Motivation zu verbessern. Aber ich weiß, wenn ich keine Motivation habe, habe ich keine Lust, draußen zu gehen. Und es ist schwierig, draußen zu gehen. Um zu laufen, vielleicht man braucht zumindest hier Motivation, um zu laufen oder um draußen zu gehen. Aber das ist. Das man muss machen. Ja, man muss machen.
draußen gehen und laufen. Es ist schwierig natürlich, wenn du keine Lust draußen zu gehen oder keine Motivation zu haben. Es ist schwierig für dich zu draußen gehen, aber wenn du einfach draußen geht und leucht oder halbe Stunde oder so, und ich glaube, du wirst eine gute Motivation oder ein gutes Gefühl hast. Und ja, das kann ich sagen. Immer wenn ich, egal wenn ich müde oder heute möchte ich keine Lust studieren oder so. Und, aber wenn ich laufe, habe ich das Gefühl, dass ich, oh, jetzt, ja, ich kann wieder lernen oder machen. Und das ist eigentlich gute Vorteil für Sport oder Laufen für mich. Und das ist der wichtige Faktor für meine Motivation. Das ist ja heute das Thema, heutige Thema. Und übrigens, jetzt trinke ich grünen Tee von Kanne. Und ich habe auch grüner Tee grünes Blatt, nicht Blatt, aber sondern sehr kleines Blatt gekauft. Eine Kanne, Teeblatt putzen, rein tun und heißes Wasser, und das ist Tee. Ohne Blatt natürlich, aber ist sehr lecker. Und das ist auch vielleicht gut, ja. Motivation oder Gefühl. Mehr Gefühl, das ist sehr warm und gut Getränk für Winter. Ja, und was ich sagen wollte, ist Baden. Baden ist auch vielleicht gut. Besonders vielleicht nach dem Sport, wenn du badest, vielleicht kannst du das, ja, gutes Gefühl, das Gefühl, dass vielleicht du etwas geschafft hast. Oder, ja, ich bade oft, vielleicht wegen einer Japaner. Ja, in Japan bade ich sehr oft und ja, heute später werde ich in Baden, weil ich ja gelaufen bin. Und nachdem ich Sport gemacht, getrieben oder nachdem ich gelaufen bin, bade ich oft. Und Baden macht mir sehr warm und heiß. Warm vielleicht. Aber natürlich, ich mag heißes Wasser, nicht 38 Grad oder 39 Grad, sondern 40 Grad. Und ich mag Onsen und ich tue heißes Wasser rein zum Badewanne. Und sehr gutes Gefühl, wenn ich bade nach dem Sport, besonders nach dem Sport. Und, sehr gut, und ja, Badewanne kann ich wie das, und ich bin sehr gelaufen und ich kann meine Beine Massage machen in Badewanne, und ich kann auch daran erinnern, zum Beispiel an heutige Tage erinnern, was ich gemacht habe oder was ich morgen machen möchte oder so. Und das Moment ist auch wichtig für meines Gefühl, auch meine Motivation vielleicht.
Und ich kann ja empfehlen, dich zum Beispiel zu baden. Wenn du jetzt nur duscht, duschen ist, ja, mag ich auch. Das, für mich duschen dauert nur 3 Minuten oder 4 Minuten. Und meine Haare und sascha und ja. Aber baden dauert ein bisschen länger. So, wenn du Zeit hast und Lust hast, ja, ich kann dich empfehlen zu baden. Ja, nach dem Sport besonders. Und im Winter. Im Sommer auch gut, aber im Winter ist sehr wichtig. Nicht wichtig. Sehr gut. Weil draußen ist sehr kalt, eiskalt ist. Und baden ist sehr, sehr heiß. Und ja, das ist sehr gut. Hi! Hi, ja, heute ist zum Ende. Vielen Dank und ich hoffe, du kannst verstehen. Ich muss ja mehr reden, ich jetzt ja merke. Nochmal. Wenn ich spreche, ich verstehe, oh, wie ich, ja, sehr, wie schwierig es für mich ist, auf Deutsch zu sprechen. Und ja, das ist auch gutes Merken für mich. Das ist auch eine Motivation vielleicht für mich. Dann schöne Abend noch und bis nächste Mal. Tschüss!